makes it Turner. Das ist so unglaublich, das, was der Richard jetzt hier gleich performen wird. I think we will get my brother sitting next to you. Bruder, du musst mal ganz kurz zu uns kommen. Du setzt dich jetzt mal ganz kurz bitte neben den Richard. Okay, a volunteer, please. Another volunteer. And a volunteer here, please. Okay, female or male? Female, lady. Wir brauchen noch einen Freiwilligen. So we need another lady. Am liebsten eine Lady. Also, wir brauchen jetzt eine andere Dame noch, die wir noch hier verzaubern. Jetzt so wirklich hautnah dicht dran. Ich komme mal ein bisschen... Ich glaube, du warst vorhin schon, ne? Du, wie heißt du? Warst du schon dran? Kathi, nee, noch nicht. Kathi, Kathi, hättest du Bock mitzumachen? Ja, super, gerne. Ja, cool, dann komm noch ganz kurz zu uns. Wir verkabeln dich noch ganz kurz, dass man dich auch versteht. Hier gibt's, genau, super, ein Mikrofon. Einen Applaus gibt's auch noch, Kathi. Yeah. Nimm Platz. So, Richard. Yes. Here we have Kathi, or Kathy. Kathy? Yes. Kathy, nice to meet you. Schön, dass du da bist, Kate. And this is Chris, the better half of the other. The better half? Oh, the younger, handsome half, right? Yeah, the handsome half. Yes, Chris, meine bessere Hälfte. Hallo! Sorry to interrupt. Tut mir leid, Richard. But we're not in America. Aber wir sind ja nicht in if Amerika. You want to have a response in Germany, wenn du eine Antwort auf Deutsch haben musst, lass uns einmal üben, hello okay? Sagt, ihr schaut, hello! Okay, let's do it one more time. Okay, that's the introduction? Yeah, yeah, yeah. Also wir üben das einfach nochmal jetzt. Okay. Okay, so I say hello, right? Say, ready to go? Yeah, yeah. Hello! Hello! Was ist denn los? I love it when the ich audience mag shows das, up. Wenn das Publikum so mitgeht. I'm Richard Turner, ich bin Richard Turner und ich zeige euch jetzt, warum ihr niemals mit fremden Karten okay spielen solltet. This is how they shuffle in Las so Vegas. Wird in Las Vegas gemischt. They give the deck some cuts. Also, erstmal wird abgehoben ein paar Mal. And then they riffle dann the cards wird together gemischt, so they wie ich das zeige. Two times. Das muss man zweimal machen. And then they give it a und bunch dann of cuts, wird noch like ein paar Mal abgehoben, wie ich es jetzt they zeige. Give it another shuffle. Nochmal gemischt. And a cut. Und dann nochmal abgehoben. And the deck should be evenly und jetzt mixed sollten die Karten doch gleichmäßig verteilt sein however, in dem Stapel. Aber meine Finger können dafür sorgen, dass die Karten überall hingehen, wo ich das will. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht hier. Wow. Also ich habe hier jetzt vom Ass nach oben runter alle in die richtige Reihenfolge gebracht. Durchmischen. Perfekt sortiert. Danke, danke. Now, we are going to mix the cards wir mischen die jetzt nochmal, und zwar mit dem so Bild nach oben, damit ihr seht, dass die wirklich untereinander gemischt werden. Das ist ein sogenannter Casino-Wash, wenn die so gemischt werden. Und jetzt bitte ich Kathy, die einmal kurz zu mischen und dann wieder vor mich zu legen. Wie ihr schon gehört habt, sehe ich wie eine Fledermaus. Das kann manchmal lustig sein. Ich habe zum Beispiel schon Bäume, Laternenpfähle und Hauswände mit meiner Stirn wahrgenommen. Ich habe seit 40 Jahren mein Geld mit Karten verdient. Und ich habe 10 bis 20 Stunden jeden Tag geübt. Ich zeige euch jetzt mal, was ich bei Karten alles fühlen kann und spüren kann. Sag mal eine Zahl zwischen 10 und 20, Kathy. 12. Okay, sie hat 12 gesagt. Ich versuche jetzt mal mit einer Hand 12 Karten von oben abzuheben. Würdest du bitte zählen? Bitte laut, damit alle das hören. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben es geschafft, Kathy. Kathy shuffled the cards. Kathy hat die Karten gemischt. Wie ihr gehört habt, sind meine Augen nutzlos. Aber meine Finger sind sehr gefährlich. Viele Spieler versuchen, die anderen Spieler zu bewegen, so geschickt abzuheben, dass man die richtigen Karten kriegt. Und das ist die Karte, die man haben will, das Ass. Was ist das für eine Karte, Chris? Karo Ass, Pik Ass, Ace of Spades. Karo Ass, Pik Ass. What's that card, Chris? Was ist das jetzt? Ace of Clubs. And Kathy, cut. What's Kathy that card, Chris? Was ist das für eine Karte? Herz, Ass, vier Ass. Also ich mach's jetzt nochmal. Put them back in the deck, Kathy.
Kathy, Kathy, tuck die mal wieder rein. Tu die mal wieder rein. Versteck die mal. Jetzt tu die so gemischt da rein, dass sie nicht an einer Stelle bleiben. Ich mach die Augen zu, damit ich nichts sehe. Kathy, ja, packst du, schiebst du wieder zusammen. Jetzt sind die gut gemischt. Chris, du vertraust ja nicht, wenn ich die Karten mische, also misch du. Chris mischt jetzt die Karten. Hard way. Wie immer du willst. Und wenn du fertig bist, legst du hier wieder zurück. Oh, der ist ein guter Kartenmischer. This is the pretty way. Also das ist die schöne Art, wie man es macht. Ich schau nur ganz nah hin. Das ist die schöne Art und Weise, wie man abhebt. Und zwar so abhebt, dass das Ass oben ist. Schau mal, schau genau hin. Schau so genau, wie du willst. Ich heb jetzt so ab. Das gibt's doch nicht. Welche Karten wieder da sind? Nein. Ich hab genau hingeguckt. Ja, schau, schau, guck weiter. Was ist das für eine Karte? Kreuz Ass. Kathy, cut off half the deck. Kathy, nimm mal ab. Kathy, give me a number. Jetzt sag mir eine Zahl. Irgendeine Zahl bitte. Acht, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What's that card, Chris? Was ist das für eine Karte, Chris? Yes. Das Speakers. Es gibt's doch nicht. Kathy, take a card. Nimm irgendeine Karte bitte. All the cards aces. Sind das alles Asse? Nein, ich hab's doch gezeigt mit Bild nach oben. Sind nur vier Asse im Spiel. Sorry, cheap trick. Only four. Sind nur vier Asse im Spiel. In fact, we don't even have to use the ace. Wir brauchen noch nicht mal die Asse zu verwenden. Gib mal die Karte zurück. Ist die mit dem Bild nach oben? Okay. Bist du so mal? Kathy, nimm mal irgendeine Karte. Quickly. Got one? Die nimmst du, okay. Hand me your card face up. Gib mir die Karte bitte mit dem Bild nach oben. Is it face up? Yeah. Bild nach oben. Was ist das für eine Karte? Pik 2. Jetzt schaut, was mit der Pik 2 passiert. Ich will die Pik 2 unbedingt haben. Was ich jetzt mache beim Geben, ich gebe die Karten aus, aber so, dass die Pik 2 immer oben bleibt. Die so gibt man. Ne? Und immer bleibt die Pik 2 oben. Und wenn ich so weit bin, dann gebe ich die 2. Die Pik 2. Guck nochmal, Chris. Ich gebe jetzt sehr langsam aus. Schau. In Zeitlupe. Pik 2 ist oben. So, jetzt in Zeitlupe. Guck mal. Ich gebe die Karten aus. Und erst wenn ich soweit bin, gebe ich die Pik 2. Guck mal, die bewegt sich nicht, während ich ausgebe. Das kann ja mit einer Hand. Guck. Also, jetzt ist die Pik 2 mit dem Bild nach unten. Dann merkst du gar nicht, dass du betrogen wirst. Das heißt, immer die zweite Karte geben. Ist das nicht lustig? Eine letzte Sache. Hier ist etwas, was man nie macht. Mach das nie, wenn du um Geld spielst. Nie mit einer Hand mischen. Das macht die anderen nervös. Die hauen dann sofort ab. Und im gleichen Sinne, wenn man nicht Karten spielen möchte, hoffe ich, ihr hattet Spaß. Danke sehr. Meine Damen und Herren, Richard Turner! Thank you, Kathy. Thank you, Kathy.